Boot wird noch spannender als je zuvor. Es gibt keinen Spannungsabfall, es ist immer an den Figuren nah dran. Die vierte Staffel ist rougher als alle anderen. Natürlich gehört beim Boot auch Action mit dazu. Die Dinge sind zugespitzter, härter. Das Kartenhaus fällt zusammen in dieser Staffel. Wenn es eine Verschwörung gibt, oh, die gibt es, dann werde ich sie aufdecken. Die Zeit, die wir erzählen, ist kurz vor dem Umsturz. Es soll tatsächlich Teile geben, die einen Regimewechsel unterstützen würden. Wen? Nennen Sie Fidelio. Im Grunde genommen haben wir diesmal einen großen Berliner Strang, denn es geht um eine Verschwörung im Herzen der Kriegsmarine. Dieses Nazi-Pakt muss endlich weg. Die mit diesem Fidelio da wohl angeführt wird. Und da gilt es eben herauszufinden, wer das ist. Wo befindet sich Fidelio? Berlin. Bitte, reicht das? Ja, das reicht. Dann gibt es einen sehr starken U-Boot-Strang. Wieder die U-949, die wir schon aus Staffel 3 kennen. Die fahren diesmal ins Mittelmeer, müssen an der Mausefalle Gibraltar vorbei. Was glaubst du, warum Gibraltar Galgenstrick genannt wird? Weil die Tommys die ganze Region komplett im Würgegriff haben. Ich dachte, die nennen das Mausefalle. Da musst du erstmal durch den Galgenstrick kommen, ehe du in der Mausefalle landest. Und wir haben die U-330. Dort ist eine, ich nenne sie mal eine Piratencrew sozusagen, the Dirty Dozen. Das ist ein bunter, anarchischer, aber liebevoller, guter Haufen. Der deutsche U-Boot-Mann. Wilhelm, Hoffmanns Vater, die beiden versuchen, an Kenten heranzukommen und auf einer politischen Ebene, auf einer menschlichen Ebene, da miteinander zu sprechen und zu sagen, wie können wir es schaffen, dass der Krieg beendet wird. Wir versuchen, eine Welt zu erschaffen, in der wir auf derselben Seite stehen wie Kenten. Eine würdevolle Kapitulation. Frieden. In Deutschland, glaube ich, gibt es kaum eine Serie, die so international und groß produziert wird wie das Boot. Dass wir jetzt in der vierten Staffel sein dürfen, ist natürlich eine große Freude. Ich finde, die Geschichten, die wir erzählen, die Konflikte, die wir erzählen, sind auf eine gewisse Art auch einfach zeitlos. Wenn man Spannung will, wenn man diese Art von Unterhaltung schätzt, dann darf man das Boot natürlich nicht links liegen lassen. Dann muss man es schauen.